Dann würde ich mal sagen, lass mal anfangen. Hier ist Dr. Steckdose und wir suchen unsere Patienten. Auf der Farm. Nein, das heißt jetzt nicht, dass ich farmen werde. Kurz gucken in der Tür. Ne, keiner da. Aber nett, dass ihr mir sagt, wo ihr seid. Das ist echt sehr nice von euch. Jo, nice gemacht, David. Deine Eltern müssen echt stolz auf dich sein. Ich seh erstmal eine Shepard-Mädel. Oh, ich dachte, ich sehe die Palette, weil da ein sicherer wäre, aber okay. Was hast du davon, wenn du in mich reinläufst? Okay. Du hast schon gehört, dass da noch Terrorradios waren, sonst irgendwie so. Warum heilst du dich direkt so gesehen bei mir in der Nähe? Das muss jetzt keinen Sinn machen, oder? Jake, hier dieses Calm Spirit heißt es, glaube ich. Keine Ahnung, ich kann mir nicht merken, nur denn, wie das auf Deutsch heißt. Ich glaube, ich habe das einmal für ein Bildvideo benutzt. Hallo! Kann ich mal kurz beim Kacken stehen? Also Jake, du hast zwar schnell und leise. Dadurch habe ich nicht gehört, dass du da reingesprintet bist. Aber schnell und leise verhindert nicht, dass deine Kratzspuren nicht auftauchen. Solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Du Experte in Lederhosen. Ich würde auch sagen, ich habe da jemanden gehört. Hä? Ich hab die geschlagen. Wie konnte die denn weiter abhängen, wenn die eindeutig von mir ein paar geballert bekommen hat? Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Nice Gameplay. Echt sehr nice. Ich bin stolz auf dich. Deine Eltern sicherlich auch. Ne? Keiner am Kacken? Alles klar. So, Fräulein, komm mal mit. Ich bin übrigens auch Gynäkologe. Was denkst du, wozu der Stab hier da ist, hä? Ich warte mal kurz da oben. Ja, nice. Junge, du bist ein richtiger Experte, ne? Ich bin jetzt auch nicht unbedingt so... Habt ihr gerade das Zucken vom Jake gesehen, als er die abhaken wollte? What the fuck? Wieso wiggelst du, wenn, keine Ahnung, Meter von dir entfernt ein Haken ist? Das nützt nichts. Da bringt man nicht mal wirklich Punkte.
Obwohl, ich habe vergessen, der Jake, der spielt ja auf Expertenlevel. So, nehmen wir dich nochmal mit. Und Survivor gibt es Haken. La 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 la. Krieg. Krieg kleine Geschenke. Dafür werde ich euch schlagen. La 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 la. Entschuldigung, mir ist nichts Besseres eingefallen. Hi. Welcher Jake spielt auf Expertenlevel? Sehr nice. Daran merkt man, der ist definitiv Rang 1. Der Experte. Spezialbehandlung. Ich war nicht wirklich immer in der Nähe oder so. Okay. In der Situation war ich näher dran. Dann hätte die Palette der sogar eigentlich sehr viel mehr gebracht. Dann wäre ich eventuell gestunt gewesen. Ich hätte drum rumlaufen müssen und es hätte dir viel mehr Zeit gebracht. Aber okay, jeder wie er möchte. Es heißt ja immer so von wegen, man soll, wenn man verfolgt wird, auch so hinter sich gucken, aber wie wär's mal mit nach vorne gucken ab und an? Ich meine ja nur so ein Tipp von mir. Ich nehme so ein Tipp von jemandem, der eine Dauerkarte für die Red Rings als Survivor hat, also ich meine ja nur. Ein Dachfräulein. Okay, ich höre schon die Luke. Die kriegt sie auf jeden Fall. Was? Sag mal, wie kann man denn nur so blöd sein? Ich meine, selbst wenn sie... Die hat die doch... Die hätte sie doch hören und sehen müssen. Hä? Damit ist klar, die spielt auch Expertenlevel. Alter, wie kann man nur so dumm sein? Sie hätte easy entkommen können und auch extra Punkte kassiert, weil es die Luke war. Oh mein Gott. Nö. Ich habe diese Map ist jetzt, ich glaube, zweimal Survivor gespielt und ist jetzt das erste Mal, dass ich die als Killer spiele. Also wirklich Ahnung von der Map habe ich jetzt noch nicht, ne? Aber danke, dass du heute nicht reinläufst. Das macht alles natürlich sehr viel einfacher. Komm zurück, lauf nochmal in mich rein. Ja gut, so geht auch. Und das
Danke, dass du mich zu Jane gebracht hast. Voll nice von dir. Wieso kam da kein Schock? Hab das auch gesehen. Ich habe die Schocktherapie gemacht, da kam aber gar nichts. Komisch. Oh, jetzt kommst du da auch auf den Haken. Ich nenne den jetzt einfach den Gruppenhaken. Alter, der Baum ist nur so ein Drittel so breit wie du. Das wäre, als wenn, keine Ahnung, ein Elefant versuchen würde, sich hinterm Pferd zu verstecken. Jo, nice Gameplay, Alter. Jo, Jane, cooles Dead Heart, auf jeden Fall. Hier, weiter her. Kriegst ausnahmsweise mal die Spezialhaken. Der Jake in der anderen Runde war auch so ein Experte wie du. Ich glaube, nur Experten spielen Jake. Tritt mir erstmal. Ja, ja, ich komme da schon. Einen Moment, Mann. Ich muss noch andere Dinge erledigen. Oh, Squitchies. Squitchy. Die Enten genau da. Wow. Nice. Toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Mal sagen, ich bin ja noch nicht mal extrem guter Killer. Es gibt Leute, die sehr viel besser sind als ich. Ja, aber hör mal, Alter, die. Ich hab's aber heute mit dem nicht reinlaufen, ne? Jo. Klödia, du bist Expertin da drin, in Leute reinzulaufen. Das kriegst du auch Spezialhaken. Obwohl ich glaube, das ist ein. Ja, das ist im anderen Raum. Jetzt hör mal auf zu wiggeln, ich will dich nur zum Haken bringen. Was ist los mit dir? Bleib gefälligst da, wenn ich den anderen suche. Ansonsten gibt's Ärger. Das war gar nicht mal so schlecht, bis auf die Sache, dass du gesehen auch schon fast in mich hier reingelaufen bist. Ist das irgendwie so eine neue Spielart oder so? Ich verwirre den Killer, indem ich einfach in ihn reinlaufe und mich von ihm schlagen lasse. Neue Rank 1 Taktik. Oh ja, kommst du auch auf den Gruppenhaken. Da. Geht schon. Das dann nochmal eben. Wow, ihr habt es echt nicht geschafft, wenigstens einen Gen fertig zu kriegen. Ich bin negativ beeindruckt von euch. Na gut, dann hoffe ich mal, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf hat, sieht man sich beim nächsten Mal. Haut rein!